Die Forschung treibt den Fortschritt der Menschheit seit Jahrhunderten an. Wir haben uns an der Ruhr-Universität hohe Ziele gesetzt und tun alles dafür, dass diese Dynamik auch in Zukunft erhalten bleibt. Deshalb wird medizinische Forschung in Bochum großgeschrieben. Ob Diabetes, Multiple Sklerose oder Herzinfarkt. Ob Krebs, Schwerhörigkeit oder Schilddrüsenerkrankungen. Die Bochumer Medizin arbeitet an Fortschritten für eine gesunde Zukunft. Auf dem Campus der Universität und auch auf dem Gelände des St. Joseph-Hospitals im neuen Institut für Forschung und Lehre, dem sogenannten IFFL. Es steht allen klinischen Forschern der medizinischen Fakultät zur Verfügung. Die Universitätsmedizin Bochum hat mit dem Institutsgebäude hier auf dem Campus des St. Joseph-Hospitals ein exzellentes Forschungszentrum. Unser Anspruch ist Spitzenmedizin mit Herz. Und dafür ist es wichtig, nicht nur heute die Patienten zu behandeln, sondern mit ambitionierter Forschung auch an morgen zu denken. Dazu gehören auch Untersuchungen der Nervenbahnen des Menschen. In der Neurologie versuchen wir, die Erkenntnisse, die wir aus der Grundlagenforschung gewinnen, immer für den Patienten nutzbar zu machen, ganz im Sinne der translationalen Forschung. Ein Beispiel dafür ist die Propionsäure, eine der kurzkettigen Fettsäuren. Wir erforschen intensiv das Darmmikrobiom und die Ernährung im Kontext der multiplen Sklerose. Hier haben wir festgestellt, dass die Propionsäure in Kombination mit den zugelassenen MS-Therapien eine positive Wirkung bei der MS zeigt. Vereinfacht gesagt, eine gesunde Darmflora schützt vor der Entzündung im Gehirn. Und nicht nur in der Neurologie wird die Schaltzentrale des menschlichen Körpers untersucht. Wir beschäftigen uns zum einen mit der Frage der Reduktion von Zwangsmaßnahmen in der Psychiatrie, vor allem mit dem Verhältnis von Autonomie und Fürsorge bei den Patienten. Und zum anderen interessieren wir uns für Menschen mit einer psychiatrischen Erkrankung, die eine Straftat wie eine Sexualstraftat begangen haben. Was genau im Gehirn findet dort statt? Dafür verwenden wir die funktionelle Kernspintomographie. In rund 2 Jahren entstand das Gebäude mit insgesamt 4000 Quadratmetern. Es bietet Raum für rund 100 qualifizierte Arbeitsplätze. Finanziert wurden die Baukosten in Höhe von 15 Millionen Euro mit Mitteln des Landes NRW. Das katholische Klinikum stellt das Grundstück bereit und betreibt das Gebäude. Dort geht es um klinische Studien, studentische Lehre und Grundlagenforschung auf 3 Etagen. In selbstinitiierten, patientenorientierten Studien wurden neue Medikamente und Verfahren entwickelt, unter anderem in der Tumortherapie. Ja, in der Krebsbehandlung kommen wir schnell voran. Die Überlebensraten und auch die Lebensqualität steigen signifikant. Wir wissen jetzt viel mehr über die molekulare Entstehung von Tumorerkrankungen und auch, wie wir sie gezielt behandeln können. Eine neue Methode sind die sogenannten Flüssigbiopsien, also Biomarker aus dem Blut, die Liquid Biopsy. Und auch die Immuntherapie hat vor allem bei Bauchtumoren einen hohen Stellenwert mittlerweile, zum Beispiel beim Darmkrebs, aber auch bei anderen Tumoren. Wir wollen in Zukunft diese Spitzenmedizin in die breite Versorgung bringen. Im Fokus des Zentrums steht auch die Lehre. Die neuen Skills Labs bieten die Möglichkeit, wichtige medizinische Fertigkeiten, wie zum Beispiel die Instrumentenbedienung bei Operationen, zu trainieren. Damit öffnet das Institut neue Perspektiven in der studentischen Lehre. Die Ruhr-Universität Bochum verfügt über eines der größten Universitätsklinika Deutschlands. Wir bieten Spitzenmedizin in einer großen Bandbreite. Für die Lehre ergeben sich hierdurch hervorragende Möglichkeiten der Ausbildung am Krankenbett und im direkten Training ärztlicher Fertigkeiten. Ganz früh setzt die Grundlagenwissenschaft an. Auch sie ist mit ihren Laboren ein Schwerpunkt im Institut. Ein besonderes Augenmerk gilt hier Tumorerkrankungen der Haut. Wir sehen seit Jahrzehnten eine Zunahme vom sogenannten schwarzen Hautkrebs. Wir haben aber seit einigen Jahren völlig neue Therapieoptionen bei diesen Patienten. Um diese zu testen, gehen wir in sogenannte Zellkulturen, um zu sehen, welche Therapie für den jeweiligen Patienten die beste ist. Es ist wichtig, möglichst früh Melanompatienten zu erkennen, die eine Immuntherapie benötigen. Dies wird über die Messung bestimmter Gene im Primärtumor möglich. Natürlich verdienen auch die Kleinen das Interesse der Forscherinnen und Forscher. Und sie bekommen es. Ja, wir versuchen, den Bogen zu spannen zwischen Grundlagenforschung und anwendungsbezogener klinischer Forschung mit nationalen und internationalen Forschungskooperationen. Schwerpunktthemen sind Ernährung, Kognition, Stoffwechsel und seltene Erkrankungen. Beispielsweise haben wir die nationale Stillstudie hier lokalisiert. Wir haben auch eine Stiftungsprofessur begründet zum Thema Geschlechtsvariation.
Medizinische Forschung dient dem kranken Menschen. Sie hat in der Vergangenheit bahnbrechende Entwicklungen von Impfungen zur Entwicklung von Antibiotika, von endoskopischen Instrumenten bis hin zur Kernspintomographie mit sich gebracht, was die Forschungs- und Behandlungsaspekte deutlich verbessert hat. Wir hoffen, dass engagierte Forscher auch am IFFL sowohl zur aktuellen molekularen Forschung als auch zur transnationalen Versorgung kranker Menschen besser beitragen können. Willkommen am neuen Institut für Forschung und Lehre hier in Bochum. Medizinische Forschung im Dienste der Menschen. Für uns alle.